Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystroke Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zu einem neuen legendären Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Spider-Man 2. Für mich persönlich jetzt schon das Spiel des Jahres 2023. Ich bin riesiger Spider-Man-Fan, riesiger Comic-Fan und ich weiß, dieses Spiel wird mich zu 100% nicht enttäuschen. Ich bin unglaublich gespannt, schon so gespannt wie schon lange auf kein anderes Spiel mehr. Wenn ihr da draußen dieses Spiel hier auch zocken wollt, Gewinnspiel gibt es auch hier, natürlich nur für die PlayStation 5. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ihr könnt das Spiel 5-mal gewinnen für die PlayStation 5. Geht bis nächste Woche Freitag. Ich drücke euch allen die Daumen und wir starten jetzt mit Spider-Man 2. Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen.
Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einwirkt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Oh Mann, ich hab so Bock drauf, obwohl ich das alte Gesicht von Peter Parker jetzt schon vermisse. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Alter, das sieht so geil aus. Es fühlt sich so gut an. Es wird einfach ein mega geiles Spiel. Einfach mehr Spider-Man. Mehr wollten die Fans auch gar nicht. Einfach noch mehr Spider-Man. Hey Jungs, ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrieb. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Oberflächenspannung. Kam ich jetzt gar nicht dazu. Ich war so dabei, irgendwie die Welt zu genießen, die Gespräche zu lauschen. Geil, Mann. Alter, ich würde hier nicht wohnen wollen, ne? Das ist echt mies, wie dauernd halt die Stadt zerstört wird. Regelmäßig, hast nie Ruhe. Spider-Man hin oder her, ne? Boah, ey, der Hype ist so gigantisch. Wow. Alles okay? Ja, alles gut. Ich glaube, wir haben ihn. Marco! Der gute alte Sandmann. Sandmann habe ich eine geile Statue. Was zum... Das ist Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Er hat erstmal mich verletzt. Boah, dieser Übergang der Animationen und alles, ne? Wow, 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 wow.
Das ist der Plan. Er holt aus, Bro! Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack! Boah, das ist so episch. Leck mich am Ärmel. Leck mich am Ärmel. Leck ihn ab. Ich hab die Idee. Oh, Mist. Alter, ultra geil. Ich sag ja, Game of the Year. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Dieser Übergang, ne, von scripted zu zocken und sowas ist einfach geil. Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Hab ihn! Da! Mini-Marcos? Ich wünschte, ich könnte das. Kleine Mini-Spideys? Aber ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Kein Einzelfall! Boah, das ist aber eine krasse Sandman-Variante hier. Das kann er! Offensichtlich! Ich brauche dich! Das ist ja die Über-Sandman-Variante. Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Im Sandkasten. Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Boah, nice. Geil, Mann. Greife an und verteidige, um Fähigkeiten wie Spider-Speerfeuer aufzuladen. Bei voller Aufladung können sie erneut eingesetzt werden. Hat Tony Stark nur ein bisschen mitgeholfen, ne? Ich bin gerade auf dem Weg! Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Alter, das ist so unglaublich geil. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Gut. Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Krieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Wenn man bedenkt, ne? Ich meine, niemand stirbt bei so einer Aktion. Unmöglich, unmöglich. Sandman! Ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Er war wohl nicht froh über das Wiedersehen? Ja, er ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen, sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Boah, jetzt bin ich Miles. Wie nice. Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Boah. Du hast's geschnallt. Uiuiuiui. Alter. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Ja, geh mal pinkeln, Kumpel. Bams. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. What? Eigentlich habe ich gedrückt. Okay, noch eine Runde.
Und ran. Und. Darf ich ein bisschen Wasser? Ach, schnell. Okay. Mehrfach schnell. Hat hier jemand Wasser bestellt? Geil, Alter. Geil. Bam! Spider-Man, Achtung! Nein, 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 nein! Alles okay? Ich arbeite dran! Ich dachte, du wärst weg! So schnell wirst du mich nicht los! Das ist ein Fall für Genki! Genki, bist du da? Alter, wie krass! Ich weiß! Pass auf! Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street! Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Das kann halt einfach nur Moment, Sony, was? Ne? Die anderen kriegen das nicht mehr hin. Genki weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. 100% Regenrisiko. Genau da wollen wir ihn haben. Sowas kann nur noch Sony. So Spiele. Weißt du, das ist halt einfach dieses Ultra-Entertainment, von dem ich mal rede. Sowas vor seinem Fernseher zu genießen. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Das hat echt was von God of War, ne? Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Wow. Vielleicht war ich da zu voreilig. Und er wird definitiv größer. Kletter weiter. Komm schon, Baby. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich. Geht es nur so. Alter, was war das denn hier für ein Ultra-Punch? Okay. Heilen geht so wie früher, ne? Hat sich, glaube ich, nicht geändert. Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Bam! Ja, später werden wir natürlich deutlich stärker, wenn wir erstmal mehr Fähigkeiten besitzen. Bam! It's water time! Boah, die drehen aber ganz schön am Rad, du. Wo bist du, Pete? Komm. Bleib drinnen! Hat Holy wohl zu tun. Moly. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Bau Fokus auf, um indem du Gegner angreifst und ihn ausweichst. Nutze einen vollen Fokusbalken, um zu heilen oder Finisher auszuführen. Immer weiter, Miles. Ja, alles so wie im Vorgänger, ne? Ich wollte nur ein normales Leben. Ja, du wolltest nur ein normales Leben. Jetzt ist es zu spät. Ich weiß, Kumpel, ich weiß. Finisher, okay. Bam. Oh, warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ja, es wäre was sehr Therapeutisches, ne? Ma, alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Weckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, mijo.
Wie Marco geil, sagt, wie sie schmelzen. New York braucht uns. Achtung. Bam. Und bam. Ey, die Details und alles. Wahnsinn. Autsch. Bams. Bams. Ich würde meinen Aufsatz lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf. Uiuiuiuiuiui. Alter, mir geht's nicht gut. Wie läuft's so, Spider-Man? Auf die Heilung. Fast geschafft. Der Tank gehört uns. Jetzt gehört er ihm. Hey, sorry. Hab ich was verpasst? Er will mich fressen. Dann geben wir ihm lieber was zu trinken. Haben wir es geschafft? Nein. Pete! Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen! Ab in den Hudson. Boah, das ist nice, die Mann. Die Netzflügel. Sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Alter, Miles? Das ist ja so Miles? Ultra. Worauf habe ich mich eingelassen? Wow. Beruhige dich, Marco. Gott, ist das cool. Unschuldige Menschen sind in Gefahr. Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Klar, ich hab mich lieb, Marco. Aber Sandman ignoriert sie nicht. Ich hab dich super lieb. Ultra, ultra. Genau der. Irgendeine Idee? Ja, die Klasse ist wieder vereint. Heilung, Finish, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Fulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Bist du der letzte Ratten? Hältst du das aus? Finden wir es raus! Hier ein bisschen Strom! Wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Jawohl! Episch as fu. Bam. Ist er erledigt? Wow. Jetzt oder nie, Spider-Man! Auf geht's! Warum gibt ihr nicht einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen! Komm schon, Spidey-Boys! Ja!
gut? Alles gut. Alter, episch. Ich sag's immer wieder, aber es ist so ultra. Wer das wegfegen muss, hat echt einen miesen Job. Ich hab Sand. Überall. So, und hier gibt's eine Pause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und...